Das Buch heißt American Gods, ist von Neil Gaiman. Es ist eine groß angelegte Geschichte über den Kampf zwischen alten und neuen Göttern in Amerika. Alte Götter bedeutet die Götter der Eingewanderten über Jahrhunderte hinweg, die sie mitgebracht haben. Neue Götter sind Götter des, der Gott des Internets, der Gott der Autos und der Straßen, die jeden Tag so und so viele Todesopfer fordern. In dieser großen, diese Geschichte hat Preise gewonnen beim Genre von Horror, Science Fiction und Fantasy. Ich halte es eher für eine Geschichte, so eine Art fast schon Gesellschaftsroman in der Manier von Charles Dickens. Eine ganz, ganz wundervolle, großartige Geschichte. Im Mittelpunkt steht ein Mann namens Shadow. Es ist eine zwielichtige, am Anfang eher blasse Gestalt, mit der man aber doch nach und nach immer lieber durch dieses Buch geht. Er wird immer mehr verwickelt in diesen Kampf, er weiß nicht so recht, welche Rolle er da spielt und muss dann doch ziemlich viel erdulden und auch mitmachen. An seiner Seite steht seine tote Frau, die am Anfang des Buches stirbt, die, mit der er aber öfters dann wieder spricht und kommuniziert, die ihn auch manchmal wachrüttelt, wenn er zum Beispiel mal zu blass ist oder zu unfähig irgendwas zu machen, sagt sie ihm dann auch, und du, bist du sicher, dass du lebst und nicht tot bist? Dabei ist sie ja tot. Es gibt ganz tolle Geschichten in diesem großartigen Buch. Zum Beispiel eine Geschichte, in einer, wo er mal zur Ruhe, und, zur Ruhe kommt und eben ein bisschen sich zurückziehen kann in einem kleinen Ort. Er hat nichts mit den Kämpfen zu tun. Da ist ein zugefrorener See und da wird immer ein altes Auto draufgeschoben und dann können die Leute darauf wetten, zu welchem Tag und zu welcher Stunde das Auto dann ins Eis einbricht. Dahinter steckt natürlich noch eine viel wildere Geschichte, aber kann man ja dann lesen. Das ist ein ganz ausschweifender Roman mit vielen Abschweifungen, aber es ist jede Zeile lesenswert. Man erfährt auch, was ein Ifrit ist. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Angeblich kann ein Ifrit Wünsche erfüllen, aber er kann was ganz anderes, was in diesem Buch dann auch klar wird. Und diese Geschichte hat mit dem Buch fast eigentlich nichts zu tun, denkt man aber eigentlich umso mehr. Man muss Fantasy mögen, um das Buch zu lieben, aber wenn man es ein bisschen sich darauf einlässt, es ist ein großes Fest. Jeder dieser 660 Seiten.